Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war jetzt eine Zeit lang eher inaktiv, was einfach daran liegt, dass viele Projekte, die eigentlich geplant waren, ins Wasser gefallen sind. Nichtsdestotrotz ist heute der Start in ein neues Jahr und ich möchte das letzte Jahr jetzt ein bisschen Revue passieren lassen und einfach mal talken, was mich momentan so ein bisschen beschäftigt bezüglich YouTube, bezüglich des Kanals, denn es war ja eigentlich was Großes geplant, was im nächsten Jahr starten soll, was jetzt durch die aktuelle Corona-Lage allerdings im Wasser fällt. Dazu möchte ich später eingehen. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal einen kurzen Zusammenschnitt des letzten Jahres an. Auch wenn dieses Jahr YouTube-technisch jetzt nicht eins meiner aktivsten war, habe ich trotzdem einige schöne Aufnahmen gemacht, die ich mit euch teilen konnte. Das Ding ist, es waren bei weitem nicht so viel, wie ich machen wollte. Und das wollte ich eigentlich im nächsten Jahr ändern. Doch der Punkt, wieso es so wenig war, ist mir jetzt leider auch wieder in die Quere gekommen, dass diese Formate, die ich für nächstes Jahr geplant habe, so in diesem Sinne nicht stattfinden werden. Denn leider bin ich sehr eingeschränkt durch Corona. Es war eigentlich geplant, das Vegan geht doch Format, wo schon eine Folge online ist, die hier oben übrigens verlinkt ist, ausgeweitet wird. Es sollten mehrere Folgen, es sollte als Serie aufgebaut werden. Das Ding ist, die meisten Betriebe bei uns in der Umgebung, die wollen das Risiko einfach im Moment nicht eingehen. Ich für mich persönlich habe damit kein Problem. Wie meine Corona-Meinung ist, sehen einige Menschen, die mir aktiv folgen auf meiner Facebook-Seite. Ich halte ehrlich gesagt nicht viel davon, aber das soll ja jetzt auch heute nicht das Thema sein. De facto ist es so, dass ich am Überlegen bin, wie ich den Kanal nächstes Jahr aktiver mache. Dieses Format Vegan geht doch wird aufgeschoben. Ich möchte es weiterführen, allerdings denke ich, dass die nächste Folge frühestens im März kommen wird. Was natürlich nicht das ist, was ich eigentlich geplant habe. Aber was soll ich machen? Ich habe niemanden, wo ich drehen kann und niemanden, was wirklich Lust hat, da im Moment mitzumachen. Das schränkt mich natürlich mega stark ein. De facto ist es auch so, dass das Thema Vegan weiterhin einen großen Punkt ausfüllen wird. Ich werde schauen, dass ich in der Woche einen Vlog mache, in dem ich auf das Thema Veganismus eingehe, plus alle zwei Wochen ein Video zum Thema Vegan. Sprich, Inhaltsstoffe, worauf muss man achten. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass alles, was ich jetzt sage und ankündige, eine Zeitfrage ist. Denn wie ihr wisst, habe ich eine Familie und ich möchte natürlich nicht, dass mein Familienleben
unter YouTube leidet. Ja, und mehr habe ich euch eigentlich heute gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Hiermit bin ich raus. Ciao.